Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger. Hallo bei Padauz, mein Name ist Nico und ich spiele das neue Final Fantasy 15, was heute rausgekommen ist. Und ich soll A drücken. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Spiel mir den Film Kingsglaive angeguckt. Und ich muss sagen, der Warcraft-Film hatte mich ein bisschen enttäuscht. Also die erste Hälfte des Films war gut, die zweite war irgendwie so meh. Und der Final Fantasy 15-Film, der war wirklich top. Hat mich tatsächlich überzeugt. Ich mache mal die Sprache einfach auf Deutsch. Soundeinstellungen, ich habe nur einen Fernseher. Okay. Bitte die Stromzufuhr nicht unterbrechen, solange ein Speichersymbol eingeblendet wird. Aber ich kann jedem nur empfehlen, unbedingt Kingsglaive zu gucken, wenn euch Final Fantasy generell interessiert. Und wenn ihr das Spiel 15 mögt oder haben wollt, vorinstallierte Bonusgegenstände wurden freigeschaltet, startet das Spiel, um sie in Empfang zu nehmen. Ja, machen wir mal. Final Fantasy 15. Ja, wie lange hat es gedauert? Ich glaube 10 Jahre. Lizenzen, Einstellungen, Gott, 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 das Einstellungen. Oftmals sind da ja Untertitel oder so ausgestellt. Ich mache die gerne mal an. Nö, das geht nicht. Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf normal. Audio. Kann ich auch nicht viel machen. Untertitel. Ja, okay, die sind alle eingestellt. Dann ist das, was mir wichtig ist, schon vorhanden. Weil manchmal versteht man dann die Sprecher nicht, weil irgendwie zu viele Actiongeräusche sind oder so. Von daher. Neues Spiel. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Habe ich doch gerade. Normal. Danke. Möchtest du das Tutorium spielen, bevor du dich ins Abenteuer stürzt? Im Tutorium kannst du dich über die Welt informieren und die Grundlagen des Kämpfens lernen. Das machen wir mal eben. Oh, ein Anruf. Hallo, Noct. Du siehst nicht so aus, als würdest du dich an mich erinnern. Du sollst aber wissen, dass ich schon seit deiner Kindheit stets über dich gewacht habe. Willkommen jedenfalls in deiner Welt der Träume im königlichen Trainingssaal. Du hast eine lange Reise vor dir. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst, um in dieser Welt zu bestehen. Königlicher Trainingssaal. Kampftutorien. Geschichtsgrundlagen brauche ich nicht. Ich habe den Film gesehen. So. Wie heißt der? Gladiolus. Gladio springt. Freundlicherweise habe ich nicht gelesen. Verdammt. Los geht's. So. Kampfgrundlagen. Verteidigen. Also verteidigen. Mit RB kann ich den Gegner anvisieren. Machen wir mal. Dein Training beginnt mit einer Lektion zum Verteidigen. X ist um zu verteidigen. Weiche deinen Gegner mit X aus, halte X gedrückt, um Angriffen automatisch auszuweichen. So läufst du nicht Gefahr, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Also X gedrückt halten, ja? Zack. Großartig. Das üben wir am besten direkt nochmal. Es ist die Frage, ob es irgendwie besonderer ist, wenn ich im richtigen Moment X drücke oder einfach X gedrückt halte. Ich versuch's mal. Scheint keinen Unterschied zu machen. Okay, als nächstes der Angriff. Angriffsserie B. Und mit Lenken kann man das ein bisschen variieren. Mit B greifst du wiederholt automatisch an. Ändere dabei die Bewegungsrichtung, um andere Angriffsaktionen auszuführen. Wenn du Gegner von hinten mit einem Angriff überraschst, verursachst du 1,5-fachen Schaden. Versuche so viele Überraschungsangriffe wie möglich zu landen. Ja, wollen wir mal. Konnte ich dann irgendwie eine Ausweichrolle? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Angreifen, Überraschungsangriff von hinten. Okay. In den Rücken des Gegners und dann auf die 12, sagt er. Natürlich sehr actiongeladen, wenn man sonst die anderen Final Fantasy gespielt hat. Außer jetzt Crystal Chronicles. Blocken, parieren. Habe ich das nicht schon gemacht? So, X blocken, wenn aufgefordert, parieren direkt im Anschluss. Wenn auf dem Bildschirm die Aufforderung zum Blocken erscheint, ist dies deine Chance, den gegnerischen Angriff zu parieren. Zum Parieren bleibt dir nicht viel Zeit, sei also auf Zack. Hab doch X gedrückt, verdammte Axt. Ja, weil er das Spiel pausieren muss, ne? Also, ansonsten wäre es kein Ding gewesen. Aber es bringt den voll aus dem Timing raus. Da, sag ich doch.
Achso, und dann kann man direkt rankontern. Sehr schön. Genauso, sehr gut. Muss ich das nochmal machen? Ups. Ich habe schon X gedrückt und dann direkt B viel zu schnell. Wir machen es nochmal. Ah ja. Dann kann man irgendwie eine Combo ransetzen, wenn man das dann möchte. Hui. Aber so eine Ausweichrolle fehlt mir irgendwie noch. Lernt man bestimmt noch. Okay. Vorsicht, misslingt dir der Block, steckst du großen Schaden ein. Konzentriere dich daher zunächst auf das Blocken. Es gibt eine spezielle Trainingseinheit zum Thema Parieren. Dort kannst du deine Reflexe stärken. Nee, machen wir nicht. Denk mal, an den ersten 2-3 Gegnern sollte das auch noch nicht so wichtig sein. Hoffe ich. Weil ich gebe zu, ich habe die Demo nicht gespielt, die letzte. Okay, dann wollen wir nochmal sehen, wie du dich im richtigen Kampf schlägst. Verteidige, attackiere und pariere, was das Zeug hält. Ja, mal gucken. Okay, jetzt haben wir ihn pariert. Kamera kann man auch variieren, sehr schön. Das ist ein Angriff von hinten. So, pariert. Mensch, da muss ich ja noch auf die Kamera achten, die so actionmäßig hin und her fährt. Offensive S, Zeit D, Technik A. Och Mann, ich will nicht bewertet werden, das ist ja wie Devil May Cry. Soll ich dir jetzt etwas über eine coole Geheimtechnik verraten? Ja, mach mal. Du hast das Tutorium Kampfgrundlagen abgeschlossen. Das nächste Thema ist Warpen und MP. Weiter. Warpen und MP. So, wie mache ich das? Möge der Warp-Spaß beginnen. Warp mit Y, die Kunst, sich blitzschnell zu einer geworfenen Waffe zu teleportieren. Ja, das haben die im Film auch gemacht. Das sah sehr, sehr cool aus. Per Warp fortbewegen. Ja, lass mich doch jetzt. Wirf deine Waffe mit Y. Möchte ich doch machen. Okay. RB anvisieren, Warp-Angriff. RB mit R arretieren, mit RB auflösen. Wenn Noctis einen Gegner anvisiert und sich zu ihm teleportiert, führt er automatisch einen Warp-Angriff aus. Bei arretierter Zielerfassung bleibt der Gegner auch dann anvisiert, wenn du RB loslässt. Ach so, das ist damit gemeint. Ist ein Ziel anvisiert, folgt die Kamera ihm automatisch. Per Warp fortbewegen. Gladiolus anvisieren. Ah, die Ladezeit dazwischen nervt ein bisschen. Visiere den Gegner mit RB an. Hab ich vor. Wenn du mich lässt. Komm schon! Ah, so. Durfte die Kamera gerade nur nicht drehen. Gut, und jetzt der Warp-Angriff. Warp-Angriffe verursachen größeren Schaden, je weiter du von einem Gegner entfernt bist. Das ist halt die Frage, wie weit kann ich denn von ihm entfernt sein auch, ne? Das hat gesessen, weiter im Text. Punkt Warp. Durch Warpen kannst du auch bestimmte markierte Stellen erreichen, das nennt man Punkt Warp. In Richtung der Markierung, eher umsehen, links ist die blaue Markierung abgebildet. Die Stellen für Punkt Warps kennzeichnet. Sieh dich um und versuche mit Y zu warpen, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Ja, da oben war das irgendwo. Genau. Zack. Okay, dann hängt man da. Dann könnte ich wahrscheinlich an ihn ranwarpen. Punkt Warp, Warp-Angriff anvisieren. Während Noctis nach einem Punkt Warp an seiner Waffe hängt, werden Gegner im Sichtfeld automatisch anvisiert. Okay, das heißt, er ist quasi automatisch jetzt anvisiert und Y. Fusch, Schaden mal 2, weil ich irgendwo dran hänge. MP-Einteilung. Wenn Noctis warpt oder sich verteidigt, verbraucht er MP. Der blaue Balken zeigt den MP-Vorrat. Wenn Noctis mehr MP verbraucht, als ihm zur Verfügung stehen, tritt eine MP-Stase ein. Sein Handlungsspielraum ist dann kurzzeitig eingeschränkt. Behalte den MP-Vorrat immer im Auge und regeneriere ihn rechtzeitig. X in Deckung gehen, wenn Symbol erscheint. X aus Deckung gehen, falls in Deckung. Wenn du hinter Felsen oder Säulen in Deckung gehst, kannst du gleichzeitig LP und MP generieren. Okay. So, könnte ich hier quasi so machen. Nee, gedrückt halten, ne? Ah ja, okay. Meine MP füllen sich auf, sehr schön. Könnte ich wieder aufstehen. Was soll ich jetzt machen? Warpen? Nach einem Punkt Warp ist dein Vorrat im Nu wieder aufgefüllt. Halte daher stets Ausschau nach entsprechenden Markierungen. Okay, gut zu wissen. Was kann ich noch? Versuche als letztes Gladiolus nur mit Warp-Angriffen zu besiegen. Orientiere dich an der Hilfe rechts auf dem Bildschirm. Verteidigen und in Deckung gehen ist erlaubt. Okay.
Ich wollte eigentlich da oben zum Punkt Warp. So. Da muss ich ja echt noch reinkommen. Punkt Warp. Nette Aussicht, wa? Jetzt hat er mich aber erwischt. Ja, muss ich tatsächlich noch reinkommen. Im ersten Moment ungewohnt. Aber das war's mit ihm. Aufgabe abgeschlossen. Offensive S, Technik D, Zeit D. Das Warpen hättest du damit gemeistert. Wollen wir uns jetzt mit Resistenzen beschäftigen? Oha, da lernt man ja richtig was. Na komm, wenn wir schon mal dabei sind. Dann mache ich eine Folge extra fürs Tutorial und dann mache ich Part 1 quasi. Resistenzen, Gladiolus angreifen. B ist angreifen, Grau ist alle Theorie. Was? Grau ist alle Theorie. Führe zum Aufwärmen ein paar Angriffe durch. Da, paar Angriffe zum Aufwärmen. Oha. Das kann ja ein Spaß werden bei meinen Reaktionszeiten. Irgendwie scheint es nicht zu bewirken, sagt er. Waffen. Die Schadensanzeige ist normalerweise weiß, manchmal jedoch farbig. Gelbe Zahlen bedeuten außerordentlich hohen Schaden, bei violetten Zahlen ist der Schaden gering. Gegner haben spezifische Resistenzen gegen die einzelnen Waffentypen. Mit einer Waffe, die deinem Gegner nicht liegt, richtest du mehr Schaden an. Gegen Gladiolus scheinen Schwerter momentan nichts auszurichten. Wechsel deine Waffe und versuche es dann erneut. Waffe wechseln, Beehänder und Dolche gibt es noch. Okay. Oh, der scheint deutlich stärker zu sein. Ah ja, okay, wenn ich den Angriff schon mal ausgelöst habe, kann ich dann nicht mehr direkt den Block machen, wie es aussieht. Ja, schade. Und dann habe ich hier noch Dolche oder was? Oh Gott. Jagdspeer. Du hast einen Jagdspeer erhalten. Rüste ihn über das Menü aus. Menü, Waffenkategorie. So. Moment, falscher Knopf. Das ist der richtige Knopf. Ausrüstung. Im Menü kannst du unter Ausrüstung, Waffen, Accessoires, Kleidung und Kommandos der Gefährten wechseln. Noctis kann maximal 4 Waffen anlegen, einschließlich Zauber. Seine Gefährten nur 2. Eine Legende zu allen Symbolen kannst du im Menü mit Y aufrufen. Okay, Noctis. Breitschwert hat er oben. Dann möchte ich unten hier... Was war das? Das Jagdspeer ausrüsten. Gott, das wird aber später auch kompliziert, glaube ich, sich da zu entscheiden. So, genau, mit X kann ich jetzt doch rollen. Sehr schön. Dann wollen wir mal angreifen, gucken, was passiert. Ja, also das Kampfsystem und ich, wir müssen noch Freunde werden. Also nicht, dass ich es schlecht finde, aber es ist natürlich, man muss sich erstmal dran gewöhnen. So, was jetzt? Zauber. Zauber musst du ebenfalls ausrüsten, wie Waffen. Ich gebe dir zum Ausprobieren mal ein. Aber dann kann ich wahrscheinlich im Kampf, es wird ja keine Echtzeit sein, also wenn ich jetzt Pause drücke, hoffe ich mal Pause und dann kann ich ja im Kampf immer wieder auf irgendwelche Zauber oder so wechseln. Waffenkategorie wechseln, Zauber werden ausgerüstet wie Waffen und wähle dort Feuer. Ausrüstung, zack, komm da und dann nehme ich, wo ist der Zauber? Das hier, Feuer. Sehr schön. Und dann muss ich den ausrüsten, Zauber anwenden. Genau, Waffe wechseln, Zauber auf einen Gegner schleudern. B, greife Gladiolus mit dem Zauber Feuer an. Machen wir mal. So. Und. Aha, dann kann man richtig sehen, sag ich mal, wo der Zauber einschlägt. Bats. Oh, 752. Das ist natürlich. Das ist eine Anzahl. Und dann muss er sich erstmal. Hat einen Cooldown, wann ich ihn wieder nutzen kann. Wahrlich zauberhaft. Zauber bereit machen mit B. Zielen, loslassen, um es zu benutzen. Zauber sind mächtig, aber verletzen Freund und Feind gleichermaßen. Pass auf, dass du und deine Gefährten nicht in Mitleidenschaft gezogen werdet. Wie schon bei Waffen haben Gegner auch gegen Zauber unterschiedliche Resistenzen. Gladiolus scheint empfindlich gegen Feuer zu sein. Triffst du auf einen neuen Gegner, solltest du daher zunächst ausprobieren, welches Element ihm am meisten schadet. Zu erkennen an der orangenen Schadensanzeige. Wenn Noctis einen Zauber oder Maschinerie benutzt, kann er keine Warp-Angriffe ausführen. Wechsle bei Bedarf die Waffe. Aha, aha, aha. Resistenzen herausfinden. Um die Schwachpunkte von Gegnern herauszufinden, empfiehlt sich der Wartemodus. Pausenmenü Einstellung. Wähle unter Kampfmodus in den Einstellungen den Wartemodus. In diesem Modus werden beim Anvisieren von Gegnern deren Resistenzen angezeigt.
Ich gebe dir noch etwas Elementarenergie, nur für den Fall. Flup, Eiselement 15. Okay, Leute, also so geht's. Ich habe es jetzt natürlich dummerweise schon ein Feld gelöscht, aber nein, ihr könnt hier mit RB das Ding ausfüllen und müsst dann da unten auf Synthese klicken. Fertig, dann habt ihr bestimmt, wie viel Kraft das hat. Je mehr ihr für die Synthese benutzt, umso stärker wird der Eiszauber quasi. Der hat nur Kraft 1, weil ich da nur einen benutzt habe. Der hat Kraft 14. Und ich kann dann jeweils dreimal den Zauber machen. So. Ausgerüstet habe ich ihn. Er braucht noch ein bisschen, dass er sich beruhigt. So. Warp-Angriff. Ja, der Wartemodus macht quasi, wenn ich ihn sehe und dann mich nicht bewege, bleibt das, hält das Spiel kurz an und zeigt mir ein bisschen was an, aber irgendwie gefällt mir der Wartemodus gar nicht. Oh. Also schon ein bisschen OP für so einen Anfangszauber, ne? Wo ist er denn? Wo hat er mich runtergehauen? Also woran ich mich gewöhnen muss, ist tatsächlich, dass man mit B angreift. Ich bin eher so der, ich kenne das, dass man mit X angreift. Achso, ich konnte gerade gar nicht angreifen, weil ich keine Waffe ausgerüstet hatte. So, Aufgabe abgeschlossen. Oh Gott, ich muss ehrlich, ich brauche ein bisschen, um das Spiel zu verstehen. Ich habe dir alles beigebracht, was es zu Resistenzen zu wissen gibt. Zu guter Letzt möchte ich dir noch etwas zum Thema Teamwork sagen. Ja, ist glaube ich wichtig, wenn man mit Zauber jeden trifft, dass man das Team irgendwie wegschicken kann vom Gegner. Wäre auf jeden Fall praktisch. Teamwork. Noctis und Prompto. Na, ja, ein komischer Name. Kombos. Aha. Noctis Gefährten kämpfen automatisch, ohne dass du ihnen extra Anweisungen erteilen musst. In manche Aktionen von Noctis mit einem Schwert, einem Großschwert oder einer Lanze stimmen seine Gefährten mit Kombos ein, wenn sie in der Nähe sind. Kombos können folgen auf Paraden oder Überraschungsangriffe. Überraschungsangriffe sind die von hinten. Ich lass mich aber auch echt zerpflücken, ne? Kann ich das Anvisieren arretieren? Moment. Ah, jetzt ist glaube ich fest, oder? Ja, das hat mich eben genervt, dass ich die ganze Zeit RB gedrückt halten musste. Ich hab doch... Das verstehe ich jetzt auch nicht, ne? Also wenn ich jetzt normal X drückt, macht er die Rolle. Vorhin hat er den Konter damit gemacht. Ja, also Steuerung, ich werde keine Freunde. So, jetzt machen wir nochmal seinen Special-Angriff. Da, okay. Paraden-Kombo und dann rutscht er da rein, oder was? Kommandos. LB, Kommando geben. Der Kommandobalken lädt sich während des Kämpfens auf. Gegen ein oder mehrere Einheiten des Balkens führen Prompto, Gladiolus und Ignis spezielle Attacken aus. Probiere es einmal mit Prompto aus. Er hat aktuell das Kommando Durchschuss ausgerüstet. LB und dann nach links lenken. Okay, Durchschuss. Was passiert? Und dann kann ich B drücken, um einen Kombo-Angriff daraus zu machen. Okay, auch cool. Zusatzangriff nach erfolgreichem Kommando. Wenn ein Gefährte sein Kommando erfolgreich ausführt, hast du die Chance auf einen Zusatzangriff. Neue Kommandos mit unterschiedlichen Effekten können über das Fertigkeitenmenü freigeschaltet werden. Manche Kommandos können zum Beispiel Gegner schwächen oder ihnen großen Schaden zufügen. Mach sie dir zunutze. Menü Fertigkeiten. Das scheint auf jeden Fall sehr, sehr komplex zu sein, obwohl es nur so ein Action-Kampf-System ist. Finde ich gut. Kritischer Zustand. Ah ja. Ich lebe noch. Nee, ich bin tot. Fallen Noctis LP auf 0, wechselt er in den kritischen Zustand. Er kann dann keine Aktion ausführen, die MP verbrauchen, zum Beispiel ausweichen. Außerdem sinkt sein LP-Maximum allmählich. Weiterer Schaden verringert es zusätzlich. Sinkt auch das LP-Maximum auf 0, heißt es Game Over. Nach einer bestimmten Zeit erholt Noctis sich aus dem kritischen Zustand. Wenn Gefährten in der Nähe sind, helfen sie ihm aber oft sofort aus der Misere. Hilf mir, Prompto! Okay, also ist man nicht sofort tot, wenn man tot ist quasi. Auch gut zu wissen. Oh, jetzt ist er, jetzt muss ich ihm helfen, oder was? Auch Noctis Gefährten treten in den kritischen Zustand, wenn ihre LP auf 0 fallen. X, um zu helfen bei Gefährten im kritischen Zustand. Gefährten erholen sich nicht automatisch aus dem kritischen Zustand. Hilf ihnen, wenn du in der Nähe bist. Ja, komm, ich helf dir. X oder was?
da einmal wachgerüttelt. Jetzt ist das, als wäre nichts passiert. Das LP-Maximum wird nach der Aufhebung eines kritischen Zustands nicht vollständig wiederhergestellt. Gegenstände. RT ist, um Gegenstände zu benutzen. Gegenstände können auch im kritischen Zustand eingesetzt werden. Betrifft die Wirkung nur einen Charakter, muss dieser aus einer Namensliste ausgewählt werden. Benutze ein Elixier, um das LP-Maximum von Noctis und Prompto wiederherzustellen. Elixier. Das LP-Maximum von Noctis und Prompto ein. Ja, mit RT, Elixier und Noctis. Elixier und Prompto. Okay, sehr schön. Wenn du mit einem Gegenstand LP oder das LP-Maximum heilst, werden kritische Zustände ebenfalls mit aufgehoben. Schließe dich mit Prompto zusammen, um Gladiolus zu besiegen. Ja, wir haben ja gesehen, wie gut ich das kann. Ich sollte ihn mal anvisieren, das nervt echt, wenn man den nicht anvisiert hat. Überraschungskombo. Oh, sehr schön, aber dann schmeißt er das Ding. Er ist unverwundbar. Liegt das an der Waffe? Ah ja, wahrscheinlich. Ah ja, ich könnte auch mal in die Umgebung warpen. Achso, ja, okay, wenn ich das machen will, ist es natürlich ungünstig, wenn ich ihn anvisiert habe. Warp-Angriff und erledigt. Ja, schön war es nicht. Technik D wahrscheinlich. Nee, Technik A. Ich weiß nicht warum, verdient habe ich es nicht. Gemeinsam ist man stark, was? So, das Hauptspiel beginnt. Das machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich finde das irgendwie doof, wenn man jetzt das Hauptspiel sehen will und dann ist hier irgendwie eine halbe Stunde das Tutorial. Also werde ich dann eine neue Folge draus machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ich versuche in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen besser zu spielen, dann bin ich vielleicht auch mehr drin. Aber ich habe tatsächlich demotechnisch gar keine Vorerfahrung, deswegen ist es für mich völlig neu. Also denn, tschüss!